Das kannst du endlich, ich hab Durst. Also einen Test müssen wir machen, ob wir da irgendwas hören oder weil. Wieso? Na, wüsste ich ja nicht. Das sollte ja passen. Eigentlich schon mal ja. Was. Also finde ich doch immer einen Zug vom Audio her. Also, wie angekündigt beim letzten Video, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, checkt mal, guckt mal rein, checkt unseren Kanal. Der Löschzwerg. Ein kleiner Lütter mit Helm und einer, naja, ein Wasserschlauch. Na, wenn der kleine Lütter das in der Hand hält, ist das ein D-Schlauch. Vermutlich. 40 hell, ist ein helles Bier. World Beer Awards Germany Gold, wahrscheinlich 2018. Nehme ich an, ja. 5,2%. Ja. Privatbrauerei Schimpfle in Gessertshausen. Was haben wir denn hier? Zutaten, also es ist ein Vollbier. Zutaten, Wasser, Gerstenmalz und Aromahopfen. Ich denke mal, einige oder viele werden das kennen. Also mir ist es auf jeden Fall ein Begriff, der auch. Ja? Na klar. Aha. So. Gut. Du bist Protokollführer diesmal. Deutsche Reinheitsgebot, ja. Ein Punkt. Ja. Image. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, Löschzwerg hat ein gutes Image. Kleine Biere trinken sich so weg. Alles gut. Ist so ein kleiner Zwerg drauf. Manche findet vielleicht rassistisch. Ich weiß es nicht. Die könnten Probleme kriegen tatsächlich. Ja, wenn der Zwergenaufstand kommt. Naja, auch wenn da schon World Beer Award draufsteht, dann kann man da schon 2 Punkte vergeben. Das ist jetzt kein Sternburger, sag ich mal. Da muss ich nochmal gucken, aber das 2018. Ist... Ja, Enrico hat wieder sich gut vorbereitet hier. Na, immer. Du, ich nehme es so, wie kommt, ja. Also, ja, das ist ja immer so. Dann machen auch viele nicht, die gucken sich halt keine Reviews vorher an oder irgendwas oder informieren sich nicht darüber, weil das soll ja neutral wirken. Authentisch. Genau, absolut. Absolut neutral, absolut authentisch. Das heißt, ich informiere mich dann nicht, ich nehme das, was ich gut finde, was gut aussieht und fertig. Bierflaschendosenoptik. Ja, gut. Das ist doch gut. Ja. Aber kannst du ja nicht meckern, oder? Nö. Was natürlich ganz selten ist, also ich glaube, das gibt nur noch ein anderes Bier, was das hat, bin ich mir jetzt aber nicht so sicher ist. Der Öffner. Naja, da werde ich auf jeden Fall ein Profil dagegen. Na, ich habe gesagt, ich glaube, der gibt nur noch ein anderes Bier, was das hat. Ja, werde ich ein Fuffi da gegen. Echt? Also, naja, gibt es mehrere, ja? Naja, das ist was ich denn? Keine Ahnung. Ich trinke so ein Bier. Das ist aber wieder spezial, denn. Naja, natürlich. Aber das stimmt, das gehört natürlich zur Optik auch mit dazu. Spezial wäre denn natürlich, du brauchst keinen Flaschenöffner, ne? Das kannst du so öffnen. Und das ist doch das einzige Bier, was hier World Beer Award 2018 drauf zu stehen hat, natürlich. Ja, ein Löschzwerg ist halt sehr einfallsreich, finde ich. Wenn Hasselröder die ganzen Awards darauf schreibt, der kriegt dafür reicht die Glasflasche nicht. Ja. 2 Punkte wird mindestens geben. Definitiv, ja. Auf jeden Fall. 2. Das kratzt schon an die 3 Punkte, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, ich habe 3. Das ist schon, das sieht schon gut aus. Ja. Das ist ja in die Meckern, vor allem flippt die Pulle dazu wie damals so. Ja, ich gebe 3 Punkte. Ja, man kann sich das ja nicht auf jeden Fall. Das ist schon genial, ja. Fumpfaktor. Ich bin gespannt. Ach nee, warte mal. Ja doch. Ach shit, ich habe einen Fehler gemacht. Bierflaschendosenoptik gibt sogar 4 Punkte. Trotzdem 3, ja. Habe ich ja gewusst, dass das 4 Punkte gibt insgesamt. Was hast du jetzt da weg im. Achso. Ja, die Bio-Optik. Aber erstmal vom Fumpfaktor ja, natürlich. Genau. So. Naja. Oh, hast du gehört? War das Fumpen? Du musst da noch aufpassen, dass da nicht dran schnell ist, vielleicht. Hast du da auch Würfel drin? Ja.
Ich habe eine 21, ich habe 2 und 1, also eine 21. Achso, kann man dann ein Spiel spielen? Ne? Ah, gewonnen, Alter, Mayan, was trinken wir? Wo denn? Na, 21. Wieso meiern wir denn jetzt? Naja, weil das ist ein Würfel drauf. Anderes Spiel. Das ist garantiert meiern. Das war mein Bier, du hast mir die Klaue. Ja, das kannst du vergessen, Alter. Ich hab gewonnen. So. Gut. Also, dadurch, dass ich die 21 habe, ist der Fumpfaktor natürlich gestiegen auf 2 Punkte. Nein, er hat ja nicht gefummt. Er hat kurz gezwischt. Ja, aber 0 ist es ja auch nicht. Aber dadurch, dass da Würfel drin sind, ist es natürlich. Ja, dann ist es halt eine 1. Na, oder man muss sagen 0, weil das hat der Bote bloß gezischt. Er hat halt gezischt. Naja, dann ist es eine 0. Na, was denn? Ich denke eine 1. Ja, aber inzwischen ist nicht ein. Ja, nee, das ist halt eine 0. Gut. Aber das gibt auf jeden Fall einen Punkt hier, gleich Spezial. Genau, ja, ist richtig. Da holt sich das Bier dann wieder einen Punkt. Was hast denn du? Irgendwas mit einer 61. Ah. Das ist, ja, ist schon nicht schlecht, ja. Das ist schon gut. Das ist höher als eine 21. Nee, ist es nicht. Mathematisch gesehen? Ja, aber wir reden ja nicht über Mathematik. So. Spuraspekt. Gib mal ein, sodass das keiner sieht. Und sodass das auch keiner hört, bitte. Stell ich mir vor. Als sich die Waage zwischen 1 und 2 wirkt, das einpendeln. Würdest du sagen? 1. Gut. Wie liegt es bei Bioptik? 3 Punkte. Ich würde sagen, das ist eine Standard-Bioptik. Das ist bei mir zwischen 1 und 2. Eher eine 2. Ja, eine 2. So, Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Riecht Standard. Standardpilz. Ja, aber riecht gut. Oh. Ja, das ist schön. Nico fängt jetzt gleich an mit seinem Rosenpilz. Nee. Nee. Da, das ist. Das trinkst du und du findest das gut. Ich find's lecker. Ja, das ist halt schön mild. Obwohl, das ist noch eine herbe, welche herbe Note hast du schon drin? Ganz leicht. Ganz leicht. Hm? Das ist schon Tsingtao hier. Ah, fast. Oh, ey. Ja, dann wundere ich mich aber auch nicht, dass es dann irgendwie mal einen World Beer Award bekommen hat. Denn das ist so, ich sag mal so massentauglich. Sagen wir mal massentauglich. Ne? Was soll denn das heißen? World Beer Award Germany Gold. Ja, das werden wir dann das mal. Das ist genauso wie bei diesem Neuzeller. Nee, wie war das? Neumarkter. Landskron meinst du? Landskron Meisterstück oder was? Nein, Neumarkter, dieses grüne Bier. Wo 3 verschiedene Sticker drauf waren mit Ach so. Bio-Land. Ja, ja. Ja, genau. Das ist auch, weiß nicht, was das bedeutet. Aber sieht schon mal gut aus. Das kann man beeinflusst sehen. Hm? Das ist ein Käuferverhältnis hier jetzt. Obwohl mich das ganz ehrlich gesagt, ich sehe das heute zum ersten Mal. Ich habe bloß gelesen Löschzwerg, weil gesagt, ja geil, Löschzwerg kennst du. Ja, weil das Löschzwerg schmeckt halt, ja, das kannst du trinken. Ja, Preis wie es trotzdem. Nee. Aber ich meine, der bewegt sich unter einem Euro. Wie schmeckt es denn? Ja, schmeckt lecker. Das wäre die Höhe, wenn das einen Euro kosten würde, oder? Ja, das stimmt. Nee, aber schmeckt lecker. Obwohl, ganz ehrlich gesagt, also das schmeckt ja besser wie mancher höherpreisige Ding. Ne? Ja, ja, das ist richtig. Das stimmt. Musik. Aber ich find's lecker, ja. Also das würde ich jederzeit trinken. Wenn ich sehe, Löschzwerg, sage ich, ja, geil, ey, cool.
Nehm ich. Ja. Aber dann zahlst du halt auch den Namen damit, ne? Das ist halt. Ja, aber ganz ehrlich gesagt, ich bin sogar. Ich glaube, wenn Radeberger und Löschzweig geben würde, ich glaube, ich würde Löschzweig nehmen. Was? Ja. Irgendwas hast du gegen Radeberger. Dein Lübster sogar besser schmeckt als ja? Radeberger. Vielleicht halte ich mich übertrunken mit Radeberger. Radeberger gibt es ja bei jedem Dorffest, ja. Das ist ja irre. Ja, hör mal auf. Ja? Ey, wir hatten Corona, wann warst du das letzte Mal auf dem Dorffest? Na, so wie ich mich erinnern kann. Ja. Und ich hatte ja direkt den Vergleich an der Ostsee. Radeberger, Lübster und Bitburger. Oh, Bitburger fängt ganz gut. Ja, da war, pass auf, Lübzer Platz 1, Bitburger Platz 2, Radeberger Platz 3. Bei mir. Ach. Ja, ist kein Witz. So, wie schmeckt es hier denn jetzt? Ja, es schmeckt lecker. Also kaum lieber, also ich bin auf jeden Fall. Das ist ein schönes, entspanntes, kann man überall trinken, also auf jeden Fall 4. Ja, und der Goje sagt 4. Wegkippfaktor, also ja, ich würde es niemals wegkippen. Fall. Also 2 Punkte. Ja. Spezial, haben wir ja schon gesagt, einmal der Bierdeckel gibt eigentlich schon 2 Punkte. Drin würfelst du drin. Würfel 1 Punkt. Wäre dann ein cooles Partyspiel, ja, ist eigentlich so. Ist ja dann auch ein besonderer Bierdeckel, da brauchst du keinen Bieröffner halt für. Genau, ne? Das ist dann der 2. Punkt, also auf jeden Fall gibt es 2 Punkte. Als mindestens, ja. Alt weitere, ja, Löschzwerg. Haben wir hier den verkloppen Bruder, den Schwarzbier aus Küritz, auch Mord und Totschlag, auch einen Punkt dafür geben, dass das Mord und Totschlag ist? Ja, auf jeden Fall. Nein, dann müssen wir hier auch einen Schwerpunkt geben. Ja, das steht doch da nicht mehr. Na, aber das steht ja wenigstens da, dass da ein Punkt vergeben wurde. Nee, da haben wir 2 oder 3 vergeben. 2 Punkte haben wir da vergeben. Ja, dann kriegt das Ding 3 Punkte. Ja. Ja, wegen den Löschzwerg. Ne? Ja. Ja, ist okay. Ja, bin ich auch dafür. Ist verdient. Ja. Löschzwerg ist auch originell, ist auch lustig. Ja. Ja, schön. Jetzt ist nur noch der Uwe. Und dann wird das natürlich ein interessantes Ding. Das hat jetzt natürlich, also in 2 Kategorien hat das ein bisschen abgelost. Also Pumpfaktor auf jeden Fall und Spuleaspekt, ja okay, war unterer ja, Durchschnitt. War nicht, oder? Ja, steht da eigentlich auch auf dem Zettel, dass die Leute den Kanal abonnieren sollen, oder? Ach ja, stimmt. Sagt den Leuten, dass sie den Kanal abonnieren sollen. abonniert den Kanal, liken, teilen, blöde Kommentare, Daumen hoch oder runter. Und schreibt doch mal rein, was sind denn eure Erfahrungen mit dem Löschzwerg? Kennt ihr das? Oder kennt ihr sowas ähnliches? Oder habt ihr ein Löschzwerg zu Hause? Ach, das machen wir nachher. Das haben wir die letzten Videos ja nicht benutzt, das Ding, wa? Nee. Aber das sieht halt gut aus, wenn er auf den Tisch geht. Ja. Die Leute fragen sich immer, wann drückt er da drauf? Wann macht er das endlich? Also im Prinzip ist ja alles. Oh Gott. Bis Bronze, Mittelklasse. Hast du schon zusammengezählt? Nein, halt noch nicht. Na, mach doch mal. Ich hab ja keinen Kugelschreiber hier. Na, was schreibst du? Da steht ja nicht da. Ja. Alter. Das ist die Hitze. Heute habe ich meine Brille nicht bei, kann ich dir nicht bauen. Hier. Tut mir leid. Na, dann testen wir jetzt den Uwe. Testen wir den Uwe. Unten wird's eklig. Ein Punkt. Ja. Also da ist Uwe zu schmecken. Ja. Gut. Also 3, 6, 8, 9, 13, 15, 18, 19. 19 von 30 Punkten. Hätte ich jetzt mehr gedacht. Ja, hätte ich auch mehr gedacht, ja. Ist das noch Silber? Das ist Silber. Gerade 18 Punkte. Ja. Ja, auf 19 Punkte Silber bekommen. Herzlichen Glückwunsch, Löschzwerg. Ja, wegen dem geilen Deckel noch und den. Ja.
Also Löschzwerg 19 Punkte, Silber. Das ist nicht alles Gold, das ist manchmal Silber. Gönnt's euch. Könnt ihr trinken, könnt ihr mal probieren. Genau, bis zum nächsten Mal. Vielleicht nicht zu abonnieren. Genau, macht's gut. Was gibt's als nächstes? Demnächst? Was ist denn das, Alter? Hä? Was ist denn das? Das ist doch das, was wir doch testen wollten und noch nicht mehr geschafft haben. Was ich gekauft habe? Ja. Geil, was? Das hast du jetzt gekauft. Das war richtig gut, das. Original Nürnberger Tucher. Das wird interessant. Rott. Rottbier. Rott. Also haut rein. Prost. Macht's gut. Bis demnächst.